Es ist so schön, Leute, dass ihr wieder einschaltet zu Mega Man 5. Und ich freue mich echt auf die nächste Stage hier. Nice. Und auf den nächsten Boss vor allen Dingen. Ach, und irgendwie, weil irgendwie Mega Man 5 aktuell so viel Spaß macht und auch Mega Man 4 sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ja, ihr erinnert euch, also persönlich fand ich ja, dass Mega Man 4 so einen schlechten Abgang hatte, weil der Boss so mega lame war. Und so komisch, halt so billig rüberkam. Diesen Hobbit ein bisschen an. Ach komm schon, Mega Man. Ach komm schon. Ach man, jetzt wollte ich wieder eins. Ich wollte den Sprung genau planen. Ich nehme einfach Washed. Nee, also was soll ich sagen? Genau, ich habe ein bisschen Angst, dass der Boss hier wieder so ein bisschen komisch wird. Ich hoffe aber nicht. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie eine Ausnahme war, dass es nur eine Ausnahme war bei Teil 4. Mit dem Pharao-Shot da, der war also komisch. Aber ich glaube trotzdem, dass ich jetzt auch schon, wenn wir noch nicht am Ende sind, ich glaube trotzdem, dass ich schon sagen kann, dass mir tatsächlich Mega Man 5 bisher am absolut besten gefällt. Ich finde das Spiel richtig toll. Das ist bisher für mich bisher der beste Mega Man Teil. So, wie gesagt, alle anderen Mega Mans halt noch nicht gespielt, ne? Außer 1 bis 5. Ich habe zwar wieder ein Leben verloren, aber komm nicht. Lassen wir jetzt einfach mal, ist jetzt erstmal egal. Cool. So, kann ein Jet denn wissen, unter Wasser fliegen? Jetzt pass auf, jetzt geht das nicht. Doch, er kann. Boah. Okay. Ah, oh, du dummer Hund, ey. Okay. Jetzt kann ich eigentlich wieder, naja, ausrasten. Also ich freue mich beim noch ein Game Over auf noch ein Energy Tank, ist klar, aber... Ja, ich spiele erstmal so, ich werde bestimmt nochmal sterben. Ganz klar. Die letzten Level, und ich kenne die halt alle nicht, ich sterbe bestimmt eh nochmal. Und deswegen... Dieser Sprung, okay, man schafft ihn aber auch ohne Jet. So. Oh Gott, was war das denn? Was war das denn? Okay, gut. Jawohl. So. Okay, aufpassen, der Hund. Ich darf dem Hund halt nicht vertrauen. Der Hund macht nämlich, was er will. So. Ah, und dieses dumme Vieh auch. Mann! Hey, du dummes Vieh. Ja, so. Oh, sehr schön. Ein Leben, das ist doch so nett, dass die mir das geben. So, oh Gott. Dann kann ich irgendwie ein bisschen cheaten. Ja, ihn locken. Okay. Ja, ein Leben halt noch. Boah, 4 Energy Tanks. Wing. Das erfreut mich. Das erfreut mein Herz. So. Kann ich bitte aus dem Wasser wieder raus? Nee. Einfach die mega Unterwasser-Stage. Und ich hab nicht den guten Submarine, ey. Waschmarine. Und doch Flutsch. Oh, guck mal, coole Wasseranimation, Alter. Richtig schick. War den vierten auch schon so? Oder in allen Wasser-Stages der vorherigen Teile? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ja, jetzt kommen wir nochmal so eine Kleinviecher. Das ist schon so als Falle. Dass man halt damit rechnet, weil die vorherigen alle sofort kaputt. Oh, noch ein Leben! Und ich füll mal den Jet auf. So, zack. Ey, ist doch geil, oder? Oh Gott. So, so, ist es wieder ein Wasserboss? Den könnten was für eine Schwäche könnte so ein Wasserboss haben? Vielleicht Waveman. Ja. Okay, der Boss ist weg, toll. Na, komm mal runter. Kommt mal alle runter. Wow, nicht schießen. Wow, das war so klar. Ach. Okay, warte. Da kommt bestimmt gleich noch eine. So. Oh, komm, jetzt mal die Mäuse, ey. Tschüss, Mann. So, oh, Energie. Okay, was heißt das jetzt? Dann bin ich jetzt gleich beim Boss, oder was? So, sicher. Vor einer Maus muss man sich... Oh Gott. Ey, nochmal so ein ich fahr mir alles voll Huhn. Das ist echt nett. Aber okay, brauche ich jetzt nicht. Oh Gott. Oh Gott, wer ist das denn jetzt? Oh Gott. Okay, ich muss ich wieder ganz billig fertig machen, Leute. Ganz billig. So. Yeah. Ja, was soll das jetzt? Warte mal. Ach, muss ich das mit dem Pfeil machen? Nee, oder? Oder mal, bleibt der Pfeil lange da, sag mal? Ja, guck mal kurz. Bleibt der Pfeil ganz lange da? Nee. Scheiße, ist ein Pfeil gemacht mit Washjet darüber geflogen. Ich glaube, Washjet, der schafft es nicht, oder? Der kommt doch niemals so hoch. Okay, warte mal. Nee, warte mal. Nein, du sollst weg. So, warte.
Ich kann ihn aber schon halt dafür hier oben platzieren. Nee, doch nicht. Okay. Schwimmen! Oh, okay, gut. Oh, shit. Da will noch jemand Cheap Death. Okay. Ja, ich mach den fertig. Okay. Jetzt, ja, jetzt brauchst du aber Starman. Toll. Nee, gut, okay. Wieder ein Checkpoint geschafft. Noch 5 Energie-Aufladeoptionen. Und hier ist der Checkpoint. So, wer ist der nächste Boss? Erstmal testen, Alter. Oh Gott. Boah, krass. Boah. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Okay, den kann man aber, ne? Ah, scheiße. Alter, man sieht die Steine ja nicht kommen. Okay, was könnte seine Schwäche sein? Ich habe jetzt noch ein Leben. Also ich habe noch zwei Versuche. Ja, versuche es einfach mit dem Megabuster. So als universale Antwort wieder. Mal gucken. Kann er richtig schön abpassen. Ich glaube, er kommt ja nicht so weit runter, ne? Oh Gott. Er kommt ja, glaube ich, echt nicht weit runter. So. Naja, okay, doch. Das macht doch Damage. Oh Gott. Nein. Mann, der holle Stein genau dann. Oh Gott. Oh. So ein Sack. Oh. Okay. Oh, der kommt ja doch richtig runter, ey. So, letztes Leben. Jetzt muss ich ausrasten. Ich weiß halt bloß echt nicht mit seinen Schwächen. Vielleicht Jaibo oder sowas? Oder die Bomben da reinballern? Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich auf jeden Fall ein bisschen energy-mäßig ausrasten. Mit Energy Tanks. Ich muss aufpassen. Oh Gott, nicht hoch. Oh Gott. Oh Gott. Ja, danke. Oh, das scheint seine Schwäche zu sein. Der Jaibo. Aua, was zur Hölle? Das scheint echt seine Schwäche zu sein. Oder sieht das nur so aus? Nö. Mann! Doch, das ist seine Schwäche. Wow! Okay, gut. Energy Tank. Oh yeah, yeah. Den muss ich mir gönnen. Oh Gott. Oh, die Räusche, ich liebe sie. Warum spring ich denn? Du solltest sliden. Oh. Yeah. Oh Gott. Nehme ich noch einen? Nein, noch reicht's. Oh Gott. Nein. Okay, jetzt muss ich aber einen nehmen. Aber gut. Jaiwolf rausgefunden. Sehr schön. Deshalb wieder aufpassen. Ja, komm. Mann! Du aller Sack! Ja! War noch ein Klacks, Leute. So, und jetzt müsste ja eine ganz kurze Stage kommen. Weil ich habe das immer vorher anders interpretiert. Ich habe immer gedacht, der Streifen, der kommt, ist ein Weg, den wir geschafft haben. Aber nee, jetzt ist der Weg, der vor uns liegt. Und das heißt, es müsste ein ganz kurzer Weg vor uns liegen. Und quasi, das ist hier vielleicht einfach nur ein Boss. Oder sowas. Mal gucken. Und das wäre sehr nett. Weil, oh geil. Ich gehe jetzt erstmal so gleich wieder Game Over. Dann habe ich hier nochmal einen Energy Tank. Da habe ich wieder 4 voll, die ich benutzt habe. Das ist jetzt hier einfach eine Boss-Stage. Weil es so kurz aussieht. Wow. Ah. Okay. Oh, alles klar. Na gut. Oh, mit Energy Tank Farm Spot ist das doch richtig geil. Ach, er gleich als erster. Na gut. Wow. Oh Gott. Oh Gott, okay, von dem ist halt die Schwäche, glaube ich, nicht rausgefunden. Jetzt muss ich gehen. Aua. Den würde ich am liebsten eins zum Schluss machen, irgendwie. Oh Gott, ey, wie hat der das gemacht? Hat ihn noch irgendwie richtig verarscht? Also mit kleinen Schüssen ist doof. Ich will mit großen Schüssen, mit großen... Aua, Mann! Ich will mit großen Schüssen treffen. Oh Gott. Autsch. So, Free Energy Tank. Oh, das ist auch so viel angenehmer. Es ist viel angenehmer, dass die ganzen Robot Master halt wieder mal, wie bei Teil 4 ja auch, hier so am Anfang sind. Und mal gucken. Ah, das wirkt dann halt so, ne? Aber das wird dann noch nicht. Weil danach kommt er denn. Danach? Also nicht, dass hier auch wieder wie beim vierten halt noch so ein Boss direkt danach kommt. Dass wir jetzt den schwersten Part vor uns haben. Das könnte nämlich sein. Aber er muss hier gucken. So, dann Mike erstmal. Ich guck erstmal, wer hier wer ist. Ne? So, wer bist du? Ach ja, der war ja richtig lame. Also der hat irgendwie. Wow. Der kann ja irgendwie. Der hat ja irgendwie.
Ja, der fährt hier nur rum. Und macht so weit, stimmt ja. Wow. Oh Gott. Oh Gott. So viel zum Thema, er ist oberlame. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich habe jetzt ehrlich gesagt wieder Bock, einfach alle Schwächen erstmal rauszufinden. Das ist jetzt einfach wieder. Ja, warum nicht? Ich nehme mir jetzt die Zeit. Anstatt mich jetzt sehr aufzuregen und alle mögliche so komisches Versuche, ich probiere mal aus. So. Was hatte ich denn bei dem noch nicht? Bomben. Hier, Bomben! Nimm die Bomben! Nee, Bomben sind's nicht. Okay. Ist es vielleicht Star Crash? Oh, erstmal. Star Crash ist es auch nicht. Ist es vielleicht die Jumbo Attack? So, erstmal warten, bis er wieder angreifbar ist. Nee, ist es auch nicht. Na, wieso? Ich probiere jetzt einfach aus. Das hat beim letzten Mal super geklappt. Erstmal alles zu wissen. So, also Charge Mans Schwäche ist vielleicht doch Wasser. Mal gucken. Und ich kriege immer wieder Energy Tanks, ne? Von daher. Nein, Wasser ist das auch nicht. Stone! Oh, es sieht aus, als wäre es Stone. Ich müsste Stone erstmal auch treffen. Ja, okay, gut. Ich glaube, das ist Stone. Das hatte ich aber, glaube ich, auch benutzt, ne? Ich habe das bloß wieder dummerweise vergessen. Oder nicht bemerkt. Fast keine Möglichkeit gehabt, auszuweichen. Okay, Chargeman ist Stone. Oh, Free Energy Tank. Oh yeah. Ist doch schön. Ah, so liebe ich das. So, dann so sammeln wir uns die immer wieder an. Hab schon 5 Stück. So, dann probiere ich jetzt natürlich erstmal den hier aus mit Power Stone. Übe halt natürlich halt quasi gleichzeitig noch. Vielleicht ist es doch einfach von allen die Schwäche Beat, kann ja auch sein. Muss ich einfach nur Beat machen. So, also Chargeman weiß ich und deswegen mache ich jetzt als ersten kalt und dann wird bei den anderen einfach rumprobiert. Oder eigentlich sollte ich rumprobieren einfach so. Oh Gott. Na komm schon. Müsste halt bloß mal treffen. Oh. Mann. Donner sagt. Ich bin einfach zu blöd. Wow. Und er ist zu schlau für mich. Daher macht er so viel Schaden, ey. Wow. Och Mann, jetzt dachte ich, er fährt. Mann, ey. Diese Typen hier erstmal predicten, ey. Na. Och, Mann, ey. Oh, er kommt angefahren. Ich springe über ihn rüber. Vollbremsung gemacht. Na gut, nee. Ja, ist es besser, wenn ich erstmal alle weiteren Schwächen rausfinde. So. Du hier links, keine Ahnung, du bist die. Komm, du hast Wasserschwäche, gib zu. So, der war ja auch mega leicht, ne? Komm her. Ja, okay, der hat keine Wasserschwäche. Das Ei. Okay, no. Ja, komm schon. Wow. Ja, ich muss erstmal warten, bis er hier rauskommt, oder? Nee. Uah. Wie war denn nochmal? Ist das hier seine Schwäche? Crystal Ball? Springt erstmal einfach rum. Nee, ist das nicht. Bomben! Genau, Mann, Steine zerbomben! Oh Gott. Okay, es sind die Bomben. Es sind die Bomben, sind seine Schwäche. Das ist doch gut. Okay. Okay. Jupp. Ey, denk mal, boah, ist ja cool, jetzt sind die so richtig kaputt, die Gläser. Das ist ja auch nice. So, also ich weiß die Bomben und den Stein. So, und ich weiß ja auch irgendwo, keine Ahnung, wo der ist, Gyro. Der hat ja hier Gravity. Star, was war denn Star nochmal? Habt ihr das rausgefunden gehabt? Kick war auf jeden Fall, wie Kick war Waveman. Hab ich rausgefunden. Der kann ja wohl sein. Oder warte mal, war das das Auge? So, oh Gott. Oh, wow. Tschung. Der Fall, oder halt, den habe ich auch. Nee, okay, das ist nicht. Den habe ich ja auch einfach so, weil der auch an sich sehr, sehr langsam und nett ist, ja. Ja, dann kann es ja bloß noch Wave sein, oder? Oh. Jo, es ist Wave. Es ist Wave, man. Wie es einfach voll der Waver ist. Oh Gott. Toll, ich habe keinen Wave mehr. Das ist schlecht. Das ist sogar ganz schlecht. Echt. Wow. Oh Gott. Wow. Wie trifft mich das immer nicht? Okay, gut. Jupp, merke ich mir.
Wieso ist Wasser jetzt seine Schwäche? Kein Plan. Er wird nicht nochmal rein. Ach du Scheiße. Oh. Jetzt hat er die X-Spawner oben. Na gut, egal. So. Schieß doch, du aller Sack. Schieß. Ach, er blockt alles ab. Wow. Okay. Aber, hüps. Ach. Aber eigentlich kommt man den so richtig geil. Genau, den kann man richtig so schön oft treffen, denn ey. Aber. Wow. Komm schon, werf. Okay. Verdammt. Das ist auch ein cooler. Der ist auch ein cooler Robot Master, der macht auch voll Spaß, ihn zu besiegen. Yeah. Oh Gott, nein, Schwamm. Das war mit dem normalen Buster, ich weiß, aber. Blieb gerade voll stehen. Oh Gott. Oh, was war das denn, ey? Viel zu langsam. Aber gut, wenn ich Wasser habe, dann habe ich Wasser. Und ich habe erstmal noch einen neuen Energy Tank. Finde ich geil. So, da haben wir doch ja, dann finden wir doch in dem Part hier alle Schwächen raus. Ist doch schön, und denn beim nächsten Mal sollte ich dir dann aber eigentlich. Oh Gott. Dann sollte ich das beim nächsten Mal aber eigentlich raus haben. Außer es kommt, würde ich nochmal. Dass irgendwie. Ja, halt nochmal so ein Afterboss halt nochmal kommt. Dass man wieder so einen langen Marathon hat. Das sollte eigentlich alles klappen. So, wer ist denn in der Mitte drin, ne? Ups. Okay, gut. Der ist ja mit Gravity. Das ist sehr schön. Wobei ich nicht weiß, ob der irgendwie. Nur wenn er zu sehen ist oder sowas, denke ich mal. So. Boom! Okay, gut. Boom! Okay, ich mache einfach nur, wenn er zu sehen ist. Ist mir jetzt sicherer. Hups. Boom! Autsch. Gleich nochmal getroffen. Okay, der ist am einfachsten. Und schüssen. So. Boah, das ist ja wirklich sehr einfach. Gut, in der Mitte haben wir den Typen. Das war ja klar. Wen haben wir denn hier? Ach ja, auch immer. Habe ich bei ihm die Schwäche rausgefunden? Nee, Wasser haben. Doch, das hier war die Schwäche, ne? Genau. Genau, das war ja, glaube ich, seine Schwäche. Die wollen Bomben, Alter! Oder Napalm, man! So, muss ich glaube, bei denen werde ich doch ein bisschen strugglen, glaube ich. Boah! Okay, gut. Gut. Wer ist hier? Hier haben wir den Typen. Oh, was waren seine Schwäche nochmal? Ich glaube, da wusste ich die auch nicht, ne? Jetzt habe ich aber ja nicht mehr. Napalmbomben weiß ich Bescheid. Das ist bei Stone Man. Das Auge weiß ich hier Gyro. Warte mal, Gyro? Warte. Nee, also ihm weiß ich auch Bescheid. Ja, dann kann er bleibt bloß noch die Tür übrig, ne? Es bleibt ja eigentlich bloß noch die Tür übrig. Jupp. Und das ist auch seine Schwäche. Ja, komm schon. Wow. Aber den cool, Mann. Oh mein Gott. Spring schon rein in meine Geschosse, ja. Wow, genau wie ich bei dir. Oh Gott. Yeah. Cool, oder? So. Jetzt könnte man ja schon überlegen, ob man das nicht doch mal ausnutzt jetzt hier und dann halt irgendwie bald. Ihr wisst schon. Bald man hier Energy Tanks benutzt und sowas alles. Aber es fehlt ja noch Waterman. Genau, Waveman fehlt noch. Der ist dann, glaube ich, einfach auf der anderen Seite in der Mitte, ne? Und bei dem muss ich sliden, ey. Das ist halt voll scheiße, bei dem zu sliden. Ganz im Ernst. Weil wenn ich... Aua. Weil... Ja, wenn ich halt nicht durch ihn durchslide, dann schadet er mir ja trotzdem. Aber irgendwie bin ich auch kurz und verwundbar. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Babam, badam. So, jetzt kann ich zum Beispiel das nicht machen, weil dann kann ich nicht gleich an der Wand stehen. Autsch. Na gut, okay. Ich versuche jetzt nochmal die anderen. Hier unten war. Warte, kurz erinnern. Ah ja, okay, gut. Bomben! Der will Bomben, Leute! So, ich muss eigentlich den Part beenden. Eigentlich muss ich den Part beenden, Mann. Wow. Oh Gott. Oh Mann. Ich muss erstmal müssen wir wissen, wann man den überhaupt treffen kann. Wow. Okay, irgendwie treffe ich ihn. Und tschüss. Yeah. Okay. Ja, jetzt habe ich halt, ne, die erste Hälfte habe ich down. Hab an sich noch, ja, ich weiß halt nicht, ob danach irgendwie halt noch was kommt.
Aber na gut. Leute, ich würde erstmal sagen, bis hierhin erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, beim nächsten Mal, also ich werde die Übung noch zu Ende machen, obwohl jetzt wisst ihr ja von jedem die Schwäche. Die weiß ich jetzt von jedem. Yeah, yeah, yeah. Und dann schauen wir mal. Obwohl, guck mal, hier sieht es nicht so aus, als ob hier irgendwo noch was erscheint. Obwohl, vielleicht erscheint genau da, wo ich jetzt stehe, halt noch so ein 9. Teleporter, der mich dann irgendwo anders hinbringt. Aber mal gucken. Leute, bis zum nächsten Part von Mega Man 5. Ciao!